Hallo miteinander, ich bin der Michi Grübler. Ich arbeite bei der Statistik der Stadt Zürich. Bin aber kein typischer Statistiker, ich bin ursprünglich Informatiker. Hab mal Programmieren gelernt. In unserem Team, wir machen Open Data. Wir sind die, die wirklich Daten produzieren. Ihr habt gestern schon ein bisschen etwas über Open Data gehört, wenn ihr da gewesen seid. Ich will gleich ganz kurz sagen, warum ist es wichtig? Wo findet ihr Open Data und vor allem halt, was kann man damit machen? Also, warum solltet ihr euch mit Daten auseinandersetzen? Es ist recht einfach. Daten sind Macht. Ihr kennt vielleicht das Sprichwort Wissen ist Macht und Daten ist eigentlich nichts anderes wie eingefrorenes Wissen. Und der es schafft, das richtig rauszuholen, der kann viel, viel bewegen. Und das Coole ist, Daten werden immer mehr. Die Welt wird immer mehr digital. Ich meine, vor 10 Jahren war ein Auto eine Maschine. Heutzutage ist ein Auto ein Roboter, wo Software drauf läuft, wo ich fernsteuern kann. Und all die Digitalisierung, die hinterlässt auch viel mehr einfach Datenspuren. Und die Daten können wir wieder nutzen, um neues Zeugs daraus zu machen. Ihr kennt Google und all die Datensammler. Big Data ist ein riesiges Thema. Ihr macht mit Arduino, wo ihr Sensordaten sammelt. Das sind wieder riesige Datenmengen, die auf uns zukommen. Jetzt, es gibt einen Job, den Data Scientist, der eigentlich in der Lage ist, genau diese Daten auszuwerten. Und wenn ihr mal schaut, was so die Leute sagen über Data Scientists, dann ist so Zeugs wie «Sexiest Job von dem Jahrhundert» oder «Best Job of the Year». Also, das Datenthema ist definitiv etwas, wo man sich antun muss. Jetzt, warum ist denn Open Data wichtig? Der Grund ist eigentlich ganz, ganz simpel. Wenn wir nichts machen, dann sind all die Daten geschlossen. Da können wir nicht an die ran, oder zumindest unsere Software kommt nicht an die ran. Oder es ist nicht klar, was wir damit machen dürfen, weil es einfach nicht offen ist. Man kann unterscheiden zwischen Open Data und Open Government Data. Sprich, Government Data ist Zeugs, das von der Verwaltung kommt. Das heisst, wenn ich von Open Data rede, rede ich normalerweise von OGD, weil ich bin halt von einer Stadtverwaltung. Was viel nicht wissen, fast alle Kantone in der Schweiz haben das Öffentlichkeitsprinzip. Das heisst, wenn euch irgendwelche Daten fehlen, ihr könnt einfach fragen. Und die Verwaltung muss euch eigentlich die Daten geben. Und umgekehrt würde ich euch halt aufrufen dazu, wenn ihr selber Daten sammelt, mit euren Sensoren, mit euren Projekten, gebt die auch wieder raus, gebt die auch wieder als Open Data weiter. So, jetzt, wo findet ihr offene Daten? Das ist recht offensichtlich, im Internet. Ich habe hier jetzt einfach mal ein paar Beispiele. Wir sind Stadt Zürich und darum gibt es eine Webseite von der Stadt Zürich mit einem Datenportal. Aber es gibt auch in der Schweiz ein Datenportal, es gibt auf Europa eben ein Datenportal und es gibt auch weltweit ein Datenportal. Neben denen aus der Verwaltung heraus gibt es natürlich auch noch ganz viele andere. Die SBB hat etwas, das CERN hat etwas. Es gibt mehr und mehr so Datenportale. Gut, jetzt haben Sie schon gemerkt, ich finde Daten recht cool. Was ich auch cool finde, sind Hunde. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich will mal herausfinden, was sind so die beliebtesten Hundenamen in der Stadt Zürich? Also, ich gehe aufs Datenportal von der Stadt Zürich, gebe ein Hund, komme Vorschläge über was für Datensätze es gibt und da gibt es dann effektiv auch den ganzen Bestand von allen Hunden in der Stadt mit den Namen drin. Ich habe mir das File abgeladen, bin kurz auf Google Fusion Tables, habe es dort aufgeladen. Mit 2 Klicks habe ich das Top 10 Ranking gehabt. Also Luna ist der beliebteste Hundename in der Stadt Zürich, gerade gefolgt von Rocky, wobei gefolgt mit einem rechten Abstand. Das ist jetzt 2016 der aktuelle Stand. Mit wenigen Klicks, ohne irgendeine Softwareinstallation, habe ich die Daten so ausgewertet. Also haben wir schon so eine Idee, was könnte man denn mit Daten machen? Man kann mit Daten extrem viel machen. Man kann mit Daten effektiv die Welt verbessern. Da bin ich überzeugt davon. Weil, wenn Daten gefrorenes Wissen ist und wenn mir Wissen hilft, die Welt zu verstehen, dann finde ich dank Daten neue Wege zum Problem lösen. Ich finde vielleicht auch Probleme oder Fehler überhaupt raus. Es gibt ein recht cooles Projekt, wo einer gegen die Abholzung der Regenwälder ist er hingegangen und hat die NASA-Fotos genommen, geschaut, wie die sich verändern und kann anhand der Unterschiede der Bilder feststellen, wo Wälder abgerodet werden auf der Welt
und kann so Aktivisten dort hinschicken, dass sie etwas machen. Das funktioniert nur, weil NASA Open Data macht. Man kann aber auch Spass haben mit Daten, man kann Games entwickeln, man kann recht coole Sachen machen. Ich habe hier auf der linken Seite mal aufgeschrieben, was man so ein bisschen vielleicht für spannende Daten hätte. Jetzt bei der Stadt Zürich, das ist jetzt halt nur Stadt, ihr findet noch viel mehr Daten. Und habe rechts mal geschaut, was für Projekte sind jetzt so am Laufen und wo gäbe es vielleicht sogar ein Match. Also, bei der Stadt Zürich sind extrem viele Daten zu Stadtplänen herum, zum Teil bis zurück ins 17. Jahrhundert. Ein Projekt ist ja der Kartenzeichnungsroboter. Der könnte sich an das Open Data anlinken und man könnte quasi auswählen, was will ich zeichnen. Ich will das Quartier Riesbach zeichnen oder ich will die Limit zeichnen oder ich will die ganze Schweiz zeichnen. Easy möglich. Oder ein Projekt ist, das mit sicherem WLAN finden oder beziehungsweise WLAN bewerten oder nicht geschützte WLAN finden. Das würde man ja gerne auf einer Karte darstellen. Vielleicht sogar auch dreidimensional. Wir haben Daten zu Abfallentsorgung, WCs, Luftqualität, Schulhäuser. Es gibt aber auch zum Thema Velo ein paar Sachen. Ein Projekt ist ja ein Veloschloss, wo man aufmachen mit seinem Handy und dann eigentlich auch könnte duschen. Also man könnte das Velo jemandem anbieten, quasi so. Die Stadt Zürich hat ja noch das Zürich Rollt, wo man sich Velo auslehnen kann. Die Daten sind online. Wie viel Velo hat es momentan dort noch? Oder das Velowegnetz, es gibt extra das Velowegnetz. Wo sind die Pumpstationen in der Stadt? Könnte man jetzt einfach nur in das App einbauen? Ich bin unterwegs, habe wenig Luft. Wo ist die nächste Pumpstation? Oder zwei Projekte gehen so auf Stresssimulation, so Pulsmessung und so. Man könnte vielleicht schauen, die Menschen, die Stress haben, oder wenn der Puls aufgeht, vielleicht hängen sie ja damit zusammen, wo sie sich gerade befinden. Vielleicht täte es ihnen ja gut. Oder vielleicht geht der Puls runter, wenn sie in einem Park sind, wenn sie in der Nähe von Bäumen sind. So. Gut, das sind so vielleicht theoretische Anwendungsbeispiele für die ganzen Sachen, die jetzt hier entstehen. Ich habe es vorher gesagt, ich habe gerne Hunde. Und ich meine, die Sachen gibt es jetzt nicht, die sind alle fiktiv, beziehungsweise nein, sie sind eben nicht fiktiv. Ich habe mir überlegt, was könnte man denn für die Hunde machen in der Stadt Zürich, dank Open Data. Das sind jetzt so ein paar Beispiele, es ist ein bisschen abgeschnitten. Also, das rechts oben dort, das ist so ein Notbrunnen von der Stadt Zürich. Und das kleine Becken unten dran, das ist ein Hundetrog. Das ist, damit die kleinen Hunde eben auch Wasser trinken können. Die grossen können ja aufsteigen, easy. Jetzt bist du mit dem Hund unterwegs und er hat Durst. Da kann man easy eine App machen, die sagt, hey, dort ist der nächste Brunnen oder dort ist die Limit. So findest du das. Oder wo ist vielleicht der nächste Baum oder Hydrant, wo der Hund könnte ein bisschen. So, auch relativ easy. In der Stadt Zürich ist so das Thema, dass die Hunde haben, gehen mit ihnen irgendwo spazieren. Für das müssen sie das Auto. Und dann gehen sie immer an das gleiche Ort parkieren, ist immer überfüllt. Dann können wir eine super App machen, sagen, wo in der Nähe von deinem Lieblingspark hat es sonst noch Parkplätze, die du jetzt vielleicht nicht kennst. Dank Open Data. Oder? Jetzt mehr so halt auch mit Arduino oder so, bastelt. Ihr kennt vielleicht die neuen Hundehalsbänder. Es gibt so Hundehalsbänder mit LEDs drin, damit man den Hund in der Nacht auch sieht. Jetzt, ihr wisst das vielleicht nicht, aber es gibt in der Stadt Zürich Regionen, wo Leinenpflicht ist und es gibt Regionen, wo keine Leinenpflicht ist. Also es gibt Grenzen, dort muss der Hund an die Leine und Grenzen nicht. Jetzt wieso nicht ein Arduino-Teil mit GPS hinhängen? Und immer wenn ich an einem Ort bin, wo ich die Leine hinmachen muss, leuchtet es rot. Und wenn ich noch bin, wo ich die Leine wegnehmen kann, leuchtet der Hund grün. Das wäre ein super, super Open Data Beispiel. Also, jetzt noch ganz kurz zum Abschluss. Wo geht es hin mit Open Data? Die Möglichkeiten sind recht grenzenlos. Eigentlich sind es die grossen Trends, die grossen Veränderungen, die überall irgendwie Open Data mitspielt. Also das ganze Thema Cognitive Computing, künstliche Intelligenz, Chatbots. Ich meine, die leben von Daten. Dort oben sehen wir ein Beispiel. Ich schreibe auf WhatsApp, hey, wie wird morgen das Wetter? Und der Chatbot sagt mir, das Wetter wird morgen im Fall so und so bei dir. Das kann ich für jede Datenanfrage eigentlich brauchen, den Mechanismus. Oder eben natürlich, was wir vorher gesagt haben, Internet of Things, die ganzen Daten, die produziert werden, kann ich wieder brauchen, um Sachen steuern oder Daten sammeln. Ein kleiner Ableger von dem ist das Quantified Self. Die Leute, die sich anfangen, da die
die Fitness-Tracker anzuziehen und sich selber zu vermessen, also über mich selber Analysen machen. Ein Thema, das schon mal recht Hype war und dann wieder gestorben ist, das Augmented Reality, wird jetzt dann kommen. Also sprich, ich könnte über die Welt Daten hineinlegen. Ich könnte eine App machen, wo ich schauen kann, hey, dort oben hat es eine freie Wohnung oder dort oben hat es ein unsicheres WLAN. Einfach so mit Augmented Reality. Und ein Thema, wo wir eigentlich nicht vernachlässigen dürfen, es gibt auch Daten, die nicht offen sein sollen. Und das ist typischerweise sind das Daten, die mich betreffen, die Persönlichkeitsschutz betreffen. Und da gibt es auch eine gute Gegenbewegung, nämlich MyData, die mir erlaubt, viel mehr darüber zu bestimmen, was passiert mit meinen Daten. Also auch dieser Aspekt ist sicher etwas, das auf uns zukommt in Zukunft. So, das war mein Lightning Talk to Open Data und ist best.